neue Location, anderer Aufbau. Jetzt bauen wir einen Brückentisch auf, den man später dann adaptieren kann, auch eben noch zu einem Counter. In dem Fall haben wir einen kleinen Brückentisch dabei, den gibt es auch noch in groß. Lasst euch davon nicht erschrecken, es funktioniert genau gleich. Legt euch am besten die Teile alle so hin, damit ihr an die Öffnung nach oben kommt. Wenn das Ganze unten ist, müsst ihr das Ganze nochmal umdrehen. Ist ein bisschen doof, kostet zu viel Zeit. Da das Material sehr sensibel ist und der Lack schnell abplatzen kann, wenn ihr damit zu unvorsichtig seid, ist es immer besser, auch in diesem Fall euch einen zweiten Mann oder Frau dazu zu holen, mit dem ihr das dann ganz ordentlich auspacken könnt. Und legt euch das am besten wieder als Schutz unten drunter. Dann passiert bei dem empfindlichen Lack auch nichts. Legt das vorsichtig drauf und ihr habt den ersten Schritt schon mal geschafft. Als nächstes brauchen wir unsere Füße. So, ganz wichtig, ihr dürft niemals auf die Platte treten. Das heißt, macht das immer schön von außen und steckt die Füße hier rein. Die bleiben auch erstmal stabil, da könnt ihr dann gleich nachziehen. Das gleiche macht ihr mit dem anderen Fuß genauso. Macht es aus der Schutzhülle raus. Stellt euch außen an die Platte dran. Und schiebt das ebenso rein. Und nun könnt ihr hier an diesen Schrauben das Ganze zudrehen, damit das Ganze auch fest ist. Passt dabei auf, dass ihr nicht zu dolle dreht, nicht dass euch das Ganze noch abbricht und ihr später beim Abbau wieder zu schwer abkriegt. Das machen wir an allen vier Seiten. Damit ihr wie beim Brunchtisch keine Schäden an dem Tisch verursacht, holt ihr euch am besten auch wieder eine zweite Person dazu, die euch hilft, den Tisch umzudrehen, damit gerade hier an diesen Kanten keine Kratzer entstehen. Und stellt den vorsichtig ab. So, nun haben wir unseren Brückentisch aufgebaut. Dieser ist genauso wie die Theke modular. Das heißt, man kann ihn in verschiedenen Größen aufbauen. Das heißt, höhere Füße, längere Tischplatten oder schmalere Tischplatten. Ebenso kann man eine Blende vorne dran machen. Wenn man eine Blende vorne dran macht, spricht man von einem Counter. Und wie das geht, das wollen wir euch jetzt kurz zeigen. Wir haben unsere Platte. Auch hier wieder Vorsicht, dass keine Kratzer reinkommen. Wichtig beim Einsetzen dieser Platte, achtet auf die Gummilippe. Die geschlossene Seite zeigt nach vorne, die offene Seite zeigt nach hinten. Ebenso müsst ihr aufpassen mit diesen zwei Metallecken, damit ihr da nicht an den Lack geratet. Ihr legt es schräg hier rein, hebt es auf die Kante der Füßen. Das Ganze schiebt ihr dann diagonal nach ganz hinten in die Ecke und könnt somit auf der anderen Seite hier, manchmal muss man das ein bisschen hochheben, damit ihr durchkommt, prima durchschieben und hängen diese ebenso hier oben ein. Und nun könnt ihr das Ganze zur Seite drehen, bis hier vorne an die Kante. Auf der einen Seite, genauso wie auf der anderen Seite. Und jetzt könnt ihr hier unten durch ein bisschen klopfen das Ganze schön gerade ziehen. Passt dabei auf, dass ihr nicht zu dolle klopft, weil sonst guckt die Blende von vorne raus. Der Abbau bei dem Brückentisch oder bei dem Counter funktioniert wie bei allen anderen Sachen auch. Fangt erst an, die Schutzfolien euch hinzurichten. Holt euch am besten wieder eine zweite Person dazu. Als erstes nehmen wir unten die Platte wieder raus. Diesmal entgegengesetzt, so wie wir sie eingebaut haben. Schieben die einmal vorsichtig unten durch. Und legen sie wieder ordentlich in den Schutz rein, wie wir sie aufgebaut haben. Falten das Ganze zusammen. Legen das richtig rein, damit wir den Klett zubekommen. Fahren da einmal dran und schon haben wir das erste Teil eingepackt. Nicht ganz rausdrehen, sondern damit die noch drin bleiben. Und nun nehmt ihr euch den Schutz. Eine Person zieht die raus, einer hält den Schutz.
So, alle Teile verpackt, alle Teile auf den Rolli geschmissen, ordentlich, und schon sind wir fertig hier. Fragt den Projektleiter am besten, was ihr als nächstes tun könnt, weil es gibt immer was zu tun. So, das war unser Video. Ich hoffe, ihr habt einiges lernen können und hattet genauso viel Spaß wie ich. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für euch. Achtet immer darauf, dass ihr schonend mit den Materialien umgeht. Passt auf die Ecken und Kanten auf. Holt euch auch Hilfe. Und wenn ihr mal nichts zu tun habt, immer wichtig, fragt den Projektleiter. Er hat bestimmt immer eine Aufgabe für euch. Das war's mit diesem Video. Adele, gell?